La 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 la. Ha? Was riecht hier denn so? Hier drin stinkt's. Nein, mein Lolli, den habe ich genossen. Soll ich? Ja, ich mach's. Los geht's. Guck ihn dir an. Oh nein, das tust du nicht. Gib den her. Nimm stattdessen das hier. Damit ist dein Lolli geschützt. Wow, ich will. Oh ja, das ist der gute Stoff. Mehr Glück beim nächsten Mal, Katzenkacke. Schokoaufstrich. Ist das Leckerste auf der ganzen Welt. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Geht's noch besser? Ich werde meinen Lippenstift auffrischen. Wow, guck mich an. Ich könnte ein Model sein. Natürlich kannst du das, Schatz. Warte, was macht ihr da? Bitte lass das keine Kacke sein. Ist nur Schokolade. Aber diese Schweinerei. Mein armes Herz verkraftet das nicht. Das ist mein schlimmster Albtraum. Was? Das ist doch ein schlechter Scherz. Wie kann ein einziger Mensch nur so ein Chaos anrichten? Ich muss was tun. Und ich weiß doch schon was. Dafür brauche ich nur ein paar Sachen aus der Küche. Ich öffne das Glas Schokoaufstrich und mache einen Löffel voll. Das sieht gut aus. Nein, ich muss wieder stehen. Dann brauche ich eine Schale mit Streusel. Da tauche ich den Löffel ein. Ich möchte, dass alles bedeckt ist. Leckere Schokopops. Ich bringe sie gleich zu Elsa. Mama, ich kann das erklären. Zieh erstmal die schmutzigen Sachen aus. Wie hast du das gemacht? Egal, riech ich da etwas Schokolade? Hab ich extra für dich gemacht. Komm, probier mal. Schokolade überzeugt mich immer. Wow, das schmeckt fantastisch. Danke, Mami. Das war's mit meiner Diät. Aber das ist es wert. Und dann schaufelst du die Erde in den Topf. Das brauchen wir nicht mehr. Gartenarbeit ist einfach. Ich sollte das öfter machen. Oh ja, das fühlt sich gut an. Du machst das toll, Schatz. Ich verbringe sehr gerne Zeit mit dir. Du machst mich sehr stolz. Aber es ist noch viel zu tun. Hä? Was ist das denn? Wie krass. Ich glaub's nicht. Ein Wurm. Der ist so cool. Wie der abgeht. Das muss ich mir genauer angucken. Der mampft die Erde. Muss wohl lecker sein. Ich will die auch probieren. Wenn die für Würmer gut ist, dann ja wohl auch für mich. Schön frisch. Rein damit. Nein, stopp. Hä? Warum denn? Ich wollte nur mal kosten. Lass die Erde fallen. Ich bin gleich wieder da. Na gut, aber nie darf ich die leckeren Sachen essen. Ich muss mich beeilen. Schauen wir mal. Ah, die Flakes kommen wie gerufen. Elsa wird das gefallen. Los geht's. Ich schütte die Flakes in den Mixer. Das müsste reichen. Ich mach lieber den Deckel drauf. Ich will ja keine Sauerei in der Küche. Dann stelle ich ihn an. Ich will aber kein Pulver machen. Das muss noch krümelig sein. So ist es perfekt. Das kommt jetzt in den Blumentopf. Ich mach den bis oben hin voll. Das ist genug. Das riecht köstlich. Und ist fertig. Oh, Elsa, ich habe hier etwas für dich. Schau mal, Liebes. Was hältst du davon? Ist ein Topf voll mit Erde. Warte mal. Das riecht ja nach Essen. Wie cool. Her damit. Genau sowas wollte ich. Voll lecker. Das ist viel besser als Erde. Und da sind keine Würmer drin. Ist so dunkel. Ich mag das nicht. Und der Lichtschalter ist so weit weg. Irgendwas könnte mich packen. Okay, Elsa, sei tapfer. Mach's einfach. Warte, was war das? Ist da unten jemand? Komm zu uns, Elsa. Nee, ich bleib für immer in diesem Bett. Ha? Was jetzt? Da ist was im Kleiderschrank. Hat mir gerade noch gefehlt. Bitte mach, dass es aufhört. Nicht du auch noch, Teddy. Wieso fällst du mir in den Rücken? Ah! Elsa, bist du in Ordnung? Was ist los, Schatz? Es war schrecklich, Mama. Und ich konnte das Licht nicht anmachen. Keine Bange. Ich schalte es ein. Alles wird gut. Hä? Es geht nicht an. Es ist okay. Ich habe alles unter Kontrolle. Warte genau da. Beeil dich, Mama. Ich brauche eine Klarsichtfolie. Die lege ich auf den Tisch. Und ich brauche Stifte. Zuerst zeichne ich ein Quadrat auf die Folie, dann male ich es aus. Ich wechsle die Stifte und male Quadrate auf die ganze Folie. Dabei wechsle ich die Farben nach einem Muster und fertig. Jetzt schneide ich sie aus und stanze Löcher rein. Dann brauche ich Kabelbinder. Ich fädle den durch die Löcher und verbinde zwei Quadrate miteinander genauso.
Das mache ich mit allen Quadraten, bis ich das hier habe. Das wird ein Lampenschirm. Ich befestige den mit Kabelbindern. Die müssen schön eng sein. Oh, so bunt. Den könnte ich die ganze Nacht bestaunen. Er ist perfekt. Hey, Elsa. Ja? Schau dir das an. Wow, fantastisch. Ich wusste, dir wird das gefallen. Und jetzt ist Schlafenszeit. Wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht, Mami. So ist's viel besser. Oh, sie sieht so friedlich aus. Süße Träume, Elsa. Der perfekte Platz für unser Mondscheinpicknick. Ja klar, Babe. Sieht alles gut aus. Lass uns essen. Wow, wir haben wirklich alles. Was ist das? Ein Avocado? Ein bisschen seltsam für ein Picknick. Aber ich probiere die mal. Ist voll matschig. Meine Augen. Was machst du da? Lass das. Warte, ich hab was dafür. Dieses praktische Gadget macht das schon. Guck zu und lerne. Damit schneide ich die Avocado in zwei Hälften. Ganz einfach. Jetzt nehme ich sie auseinander. Genau so. Es geht noch weiter. Mit dem Teil entferne ich sogar den Kern. Ich setze es oben an und drehe. Und der Kern kommt raus. Dann drehe ich es um und schneide damit das Fleisch. Siehst du, es wird in Scheiben geschnitten. Wow, das haut mich um. Naja, was soll ich machen? Das ist für dich. Guten Appetit. Du bist die beste, Babe. Ja, ich weiß. Mh, das ist echt gut. Hey, check mal meine Muckis. Mh, die Maiskolben riechen gut. Süß und lecker, genau wie ich sie mag. Oh, ich brauche ja noch was aus dem Kühlschrank. Butter zum Mais darf nicht fehlen. Mit der schmeckt's einfach besser. Ich reibe sie direkt auf den Mais. Ups, nicht fallen lassen. Die ist so glitschig. Nein, komm wieder her. Stopp. Hm, ich könnte jetzt jonglieren üben. Gleich habe ich sie. Hey, also ich wollte ja schon immer auf große Reisen gehen, aber... Was ist das denn? Für meine Butter? Wow, Technologie ist doch erstaunlich. Oh nein, nicht schon wieder. Okay, dann versuche ich's mal. Der Deckel ist ab. Und jetzt schiebe ich die Butter da rein. Der Stachel hält sie fest. Schon fertig. Probieren wir es gleich aus. Ich reibe die Butter ohne Probleme über den Mais. Wo war das Teil nur mein ganzes Leben? Das ist so einfach. Die Butter verrutscht und verschmiert nicht und der Mais bekommt genug ab. Danach mache ich einfach wieder den Deckel drauf. Hm, ich sollte das sicher verstauen. Und ich weiß auch wo. Da kommt niemand ran. Man kann nie vorsichtig genug sein. Und jetzt esse ich meinen Mais. Den habe ich mir verdient. Hm, perfekt. Ich bin zufrieden. Ihr Mais, Madame. Wow, mein Kompliment an den Koch. Ja, ist doch nur Mais. Guten Appetit. Ich kann kaum noch warten. Hä? Hm, lecker. Mehr, mehr. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich fühle mich fantastisch. Kellner, komm her. Du musst mir helfen. Sie ist außer Kontrolle. Guck doch, sie ist wie ein Tier. Beeilung bitte, so geht das nicht. Hab verstanden. Danke, was würde ich nur ohne ihn tun? Hey, Elsa. Schau mal hier. Das hilft dir beim Maisessen und minimiert Kollateralschäden. Was ist das? Ich zeig es dir. Fahre damit über den Mais. Und es löst die Körner ab. Wow, guck dir das an. Sie sind alle da drin. Und die kommen jetzt auf deinen Teller. Wow, das ist cool. Iss jetzt bitte mit deiner Gabel. Das ist zivilisierter. Ja, aber macht nicht so viel Spaß. Ich pack mein Zeug für den Unterricht aus. Gute Idee. Guck mal, das ist mein neues Stiftset. Darin sind alle Farben, die ich brauche. Das ist das Beste. Wow, das stimmt. Aber ich habe auch Stifte. Warte, bis du meine siehst. Oh, ziemlich enttäuschend. Hm, dieser Stift hat schon bessere Tage gesehen. Vergessen wir den. Wenigstens habe ich die Marker. Phew, die sehen besser aus. Oh, wow. Sie ist eine richtige Künstlerin. Alles klar bei dir, Tina? Ich werde ein Meisterwerk erschaffen. Natürlich wirst du das. Ich glaube, sie hat es mir abgekauft, ne? Wow, guck dir das an. Die Farben verschmelzen. Ich habe eine tolle Idee. Ich werde eine Flamme zeichnen. Jetzt drücke ich die Stifte aufeinander.
Ich warte, bis die Farben ineinander übergehen. Das reicht schon. Jetzt male ich die Flamme aus. Am Anfang ist sie rot, weiter unten wird sie orange. Und dann gelb. Das ist ein toller Effekt. Aber ich bin noch nicht fertig. Jetzt schneide ich die aus. Die sieht toll aus. Ich klebe die Flammen auf mein Notizbuch. Wow, gefällt mir, Tina. Bekomme ich die? Du kannst meine Stifte haben. Wow, wir sind im Geschäft. Wow, damit werde ich tolle Bilder malen. Ich schattiere hier noch etwas. Dann wird's realistischer. Das ist eine komplexe Aufgabe. Ich denke, ich habe das Wesentliche eingefangen. Ja, ich hab's getroffen. Wie geht's bei dir voran? Wow, das ist erschreckend. Deshalb mag ich es auch. Aber da fehlt noch Schwarz. Hier ist es viel besser als meins. Dagegen muss ich was tun. Das kommt in den Müll. Diesmal weiß ich, was zu tun ist. Ich zeichne um meine Hand herum. Genauer kann man's nicht machen. Mal sehen, ob deins da mithalten kann. Das ist ziemlich gut. Besser als mein Bild. Meins darf niemand sehen. Hey, was soll denn das? Redest du mit mir? Was? Nein, bitte tu mir nichts. Oh, ein Anruf. Ja, das dachte ich mir. Warte, ich weiß, was zu tun ist. Ich fotografiere Wednesdays Bild. Du bist ein bisschen nah dran. Macht mir ein Selfie. Lächeln. Volltreffer. Ich hab's. Ich stelle mein Telefon auf die Seite und halte eine Scheibe schräg. Das sieht ganz gut aus. Mit Klebeband halte ich die Position. Das Bild wird übers Glas aufs Blatt projiziert. Jetzt muss ich's nur abmalen. So ist es viel einfacher als Freestyle-Malen. Wenn ich den Umriss habe, male ich noch die Details. Diese Hand hat echt viele Narben. Das sieht gut aus. Und jetzt noch farbig. Das ist der perfekte Farbton für die Haut. Das hätte ich schon früher machen sollen. Der Feinschliff noch. Und ich bin fertig. Das sieht toll aus. Das ist ein Meisterwerk. Die Lehrerin wird zustimmen. Oh, wir bekommen ein neues Modell? Okay. Das wird einfach. Wo ist mein Telefon? Fang an zu malen, Wednesday. Wag es ja nicht. Du bist kein Fan der Fotografie, was? Wie wär's mit einem weiteren Selfie? Mein Bild ist gleich fertig. Das wird meine beste Arbeit. Es fehlt nur noch Farbe. Puh, das brauche ich nicht. Oh, Gina? Hey, Mami. Guck mal mein Bild. Das ist ein Panda. Der ist wunderbar, Liebes. Du bist wirklich begabt. Ich möchte es an die Wand hängen. Wow! Wow! Ich falle! Au! Das hat wehgetan. War aber auch lustig. Schön, dass ich dich zum Lachen bringen konnte. Worauf bin ich denn ausgerutscht? Ah, ich verstehe. Du musst die aufheben, Gina. Die liegen hier überall rum. Du bist so unordentlich. Leg sie zurück in die Schachtel. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich benutze die gerade. Bin gleich wieder da. Zuerst zerschneide ich die Schachtel. Ich entferne den unteren Teil. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich fülle den Boden mit Leim. Das sollte reichen. Da stecke ich jetzt Stifte rein. Wichtig ist, dass die Kappen nach unten zeigen. Ich bedecke die Schachtel mit Klebeband, damit sie schöner aussieht. Aber da kommt noch mehr drauf. Und zwar Aufkleber. Die Pandas sehen süß aus. Ich werde das gleich Gina zeigen. Wie findest du das? Toll, oder? Warte, sind das meine Stifte? Hier, male mal was. Ich zieh den raus. Ha? Wow, danke, Mama. Das ist ja praktisch. Und keine Unordnung mehr. Steck den Stift zurück in die Schachtel. Du bist echt voll genial, Mama. Okay, Konzentration jetzt. Oh, ein schönes Bild. Du bist wirklich talentiert. Ich bin fertig. Guck mal. Du und ich. Oh, ich sehe so jung aus. Du hast mich wirklich gut getroffen. Hä? Was ist denn hier passiert? An diese große Spinne kann ich mich nicht erinnern. Ah, tief durchatmen. Und dann fang diese Spinne. Du bist im falschen Haus, du achtbeiniges Biest. Hey, die Flasche kann ich gut gebrauchen. Also los an die Arbeit. Als erstes steche ich Löcher in die Flasche. Dann drehe ich sie um. Und mach 4 Schnitte in den Boden. Ich möchte Klappen haben. Jede Klappe hat oben ein Loch. Da schiebe ich Seile durch. Die werden dann durch die Flasche und das Rohr gezogen. Und schon habe ich einen Spinnenfänger.
Spinnen sind zwar nützlich, aber so eine große muss dann doch raus. Hab dich erwischt. Nein, das kann nicht sein. Dieses Haus ist befallen. Na, wo willst du denn hin, hä? Huh? Das macht voll Spaß. Ja, total. Ich habe echt voll die coole Zeit hier. Guck mal. Das ist ja cool. Das ist meins. Ich hab's zuerst gesehen. Lass los. Nein, gib das her sofort. Nein, was hast du gemacht? Ich? Das werde ich dir nie verzeihen, Eva. Was ist hier los? Was ist passiert? Emma hat alles kaputt gemacht. Nein, stimmt nicht. Beruhigt euch, es ist alles okay. Schatz, wir haben kein Klopapier mehr und ich wollte, also du weißt schon. Also ich wisch dir sicher nicht den Hintern ab, nicht schon wieder. Aber was mache ich denn jetzt? Das Klopapier ist dringend. Moment mal, das bringt mich doch auf eine Idee. Ich entferne das Klopapier von der Rolle und wickle sie in Pappe ein. Das muss festkleben. Nun kommt der Luftballon in die Rolle. Und dann wird er dekoriert. Das mache ich mit dem Filzstift. Aber schön vorsichtig sein, damit der Ballon nicht platzt. Ich male ein süßes Gesicht drauf. Das werden die Augen. Und ich brauche Schnurrhaare. Ich habe Arme aus Pappe gemacht. Die Ohren kommen oben dran. Das ist ein Kaninchen. Schaut mal, was ich hier habe. Jede von euch bekommt eins. Wow, das ist ja cool. Gib her, gib her. Guck dir das mal an. Das könnte ich ewig machen. Emma, guck mal. Ich finde, sie sollten Freunde sein. Komm, wir spielen. Oh, wie bezaubernd. Oh, ist der niedlich. Darf ich den streicheln? Oh, was ist da drüben los? Sie und ihr blödes Spielzeug. Ich habe ein Blatt gefaltet und jetzt male ich das aus. Dieses Gelb ist perfekt. Die roten Wangen darf ich nicht vergessen. Hey Leute, guckt mal. Hä? Was hat Tina da? Wow, das ist echt cool. Hast du das gemalt? Mach's gut, Pikachu. Zum Glück ist die Stunde vorbei. Zeit für ein leckeres Mittagessen. Hey Freundin, ich dachte, wir gehen zusammen essen. Darauf freue ich mich schon. Ja, ich auch. Ich habe dir so viel zu erzählen. Hörst du auch mal auf zu reden? Komisch, meine Mutter sagt auch... Hä? Danke, ich brauche mehr Kalium. Also, wo war ich? Gestern Abend habe ich diesen super gruseligen Film gesehen. Und ich habe gesagt, geht nicht in dieses Gespensterhaus. Aber die sind da trotzdem rein. Ich hatte aber keine Angst. Ein bisschen Privatsphäre, bitte. Endlich. Jetzt habe ich Zeit für mich. Sie hört nie auf. Einfach unerbitterlich. Warte. Hey, wie ich sehe, isst du genug Ballaststoffe. Sehr gut. Tina? Was? Wie? Okay, das war seltsam. Das erinnert mich an diesen verrückten Traum. Ich halte das nicht mehr aus. Halt die Klappe. Lass mich in Ruhe. Das war nicht nett. Sie muss ja nicht gleich gemein werden. Ich dachte, wir wären beste Freunde. Warte mal. Ich habe eine tolle Idee. Ich brauche einen Streifen Papier. Darauf ziehe ich horizontale Linien. Die ritze ich an und falte sie. Jetzt umdrehen. Ich habe so eine Hülle aus einem Blatt gemacht. Da schiebe ich den langen Streifen rein. Ich habe Herzen aus farbigem Karton ausgeschnitten. Die bestreiche ich mit Klebstoff. Und dann klebe ich sie da auf. Ich staple die Herzen quasi übereinander. Und wenn ich am Streifen ziehe, zeigen die Herzen glücklichere Zeiten. Wir sehen bezaubernd aus. Emma, das ist für dich. Tina, ich sagte, lass mich in Ruhe. Was ist das? Oh, das ist so süß. Unglaublich, dass sie das gemacht hat. Und da steht noch eine Botschaft. Ich hab dich auch lieb, Tina. Vielleicht war ich zu streng mit ihr. Oh nein, das ist das Ende. Komm her, meine Liebe. Dieses Buch ist so fesselnd. Das Beste seit langem. Oh, schau dir Tina an. Wie ein kleiner Picasso. Warte mal. Juhu! Nein! Mir geht's voll gut. Tina, also... Das war ein beeindruckender Treffer. Aber wirf die Stifte nicht rum. Versuch doch, mich aufzuhalten. Du musst lieb sein, Tina. Wow. Das war knapp. Ich muss die Stifte aufheben. Du bist so unordentlich, Tina. Räum dein Zeug auf. Schau dir das an. Die liegen überall rum. Warte, ich weiß, wie wir das in Ordnung bringen. Dafür brauche ich meinen Make-up-Behälter. Den habe ich ausgeräumt. Jetzt trage ich Kleber auf die Kappe auf und klebe den Stift in den Behälter.
Das mache ich auch mit den anderen Stiften. Und klebe jede Kappe an. Wichtig ist, dass sie sich nicht ablösen. Und schon bleiben alle Stifte an einem Ort. Und Tina kann sie nicht mehr rumwerfen. Nur noch ein paar Stifte zum Ankleben. Das sind alle. Schau mal, Tina. Wow, guck dir das an. Das wirkt inspirierend. Wenn ich fertig bin, stecke ich den Stift einfach wieder auf seine Kappe. Probier es aus, Tina. Wow, das ist ja fantastisch. Da sind alle meine Stifte drin. Danke, Mama. Phew, hab dich lieb, mein Schatz. Pass auf, Tina. Das ist wichtig. Ja, ja, wie auch immer. Ich habe voll Hunger. Ich brauche was zu essen. Aber ich darf im Unterricht nichts essen. Ich hätte jetzt echt gern was Süßes. Oh-oh. Ich weiß, was du denkst, Tina. Ich bringe dieses Schild hier an. Nur, falls du es vergessen hast. Wow, sie nehmen die Sache voll ernst. Regeln sind Regeln. Der sieht zäh aus. Hey, wie hat sie das gemacht? Das ist voll schräg. Das ist die Gelegenheit. Ich muss heimlich vorgehen. Ich habe Chips im Rucksack. Die sehen lecker aus. Ganz leise. Niemand wird's erfahren. Netter Versuch, Tina. Chips? Die sind knusprig. Her damit. Ein Versuch war es wert. Aber ich habe noch was anderes. Die waren nur der Lockvogelsnack. Was habe ich gesagt? Sie sind irgendwie nervig, wissen Sie das? Bitte sehr. Das klappt auf jeden Fall. Kommt zu Tina. Wow, der ist schwer. Das muss ein riesiger Schokoriegel sein. Überraschung. Hören Sie damit auch mal auf? Ich bin unerbitterlich. Den hätte ich fast gehabt. Oh, ich habe keine Idee mehr. Hi, Tina. Ich bereite mich lieber auf den Unterricht vor. Aber zuerst brauche ich einen Snack. Hä? Was machst du da, Lizzie? Ich nichts. Das ist nur meine Handyhülle. Sehen Sie? Oh, okay. Entschuldigung. Hey, das sind doch Süßigkeiten. Das muss ich mir genauer ansehen. Wie hast du das gemacht? Ich weihe dich in mein Geheimnis ein. Zuerst brauchst du eine leere Handyhülle. Da spritzt du Zuckerguss drauf. Probier's mit verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen. Man braucht ja auch Abwechslung im Leben. Danach machst du Streusel drauf. Die sind so lecker. Dann mit Mini-Marshmallows belegen. So einfach ist das. Süße, süße Köstlichkeit. Voll gut. Das Beste ist, die Lehrerin wird's nie erfahren. Du machst nur zarte Pinselstriche. Zart, verstanden. Versuch es einfach. Das scheint einfach zu sein. Okay, los geht's. Ich muss da rangehen. So weit, so gut. Jetzt ein bisschen mehr Farbe. Ich weiß nicht so recht. Ich glaube, ich brauche einen größeren Pinsel. Ja, der ist besser. Warte. Ich mische noch die Farben. Dann wirkt das lebendiger. Blumen sind doch leuchtend bunt. Wie wär's mit mehr Rot? Oh ja, guck dir das an. Alles vollgeschmiert. War vielleicht doch keine gute Idee. Ich besorge mir eine neue Palette. Und ich brauche mehr Pinsel. Das nennt man Multitasking. Damit bin ich fertig. Nächstes. Entschuldige. Was ist hier passiert? Was hast du getan? Stopp. Nein. Das ist die letzte, die wir haben. Ja, die brauche ich. Ich zeige dir einen kleinen Künstlertrick. Ich lege die Palette auf den Tisch. Dann bedecke ich sie mit Frischhaltefolie. Die wickle ich um die Palette. Wichtig ist, dass sie dicht ist. Jetzt kommt die Farbe. Ich drücke sie in die Abschnitte. Und schon ist sie einsatzbereit. Ich kann so unordentlich sein, wie ich will. Und die Farben einfach mischen. Wenn ich fertig bin, ziehe ich die Folie einfach ab. Und die Palette ist schön sauber. Die Folie wandert in den Müll. Bitte sehr. Vergiss die Folie nicht. Oh ja, danke. Drück dich aus, Tina. Es ist okay. Verhalte dich ganz normal. Süße, süße, leckere Schokolade. Ich hab dich so vermisst. Ist das Schokolade? Sie ist besser, als ich gedacht habe. Oh je, das ist Gina. Bekomme ich ein Stückchen? Was mache ich jetzt? Weglaufen. Oh, hier drin bin ich sicher. Mami, wo bist du? Ich muss mich verstecken. Und zwar schnell. Aber wo? Denk nach. Oh nein, mir läuft die Zeit davon. Bist du hier drin? Du kannst nicht entkommen, Mama. Warte. Oh, da bist du ja. Das macht Spaß. Sie wird nicht aufgeben. Ich muss mich verkleiden. Ich hoffe, das klappt. Nein, nein, lass mich in Ruhe. Ich muss die Schokolade schützen.
Ich dachte, ich habe sie gehört. Wahrscheinlich nichts. Mama! Mami! Juh, sie ist weg. Ich bin erleichtert. Also, wo war ich? Der Aufwand hat sich gelohnt. Die ist so gut. Es geht doch nichts über frisch lackierte Nägel. Ich liebe diese Farbe. Sieht gut aus. Mama, hey! Willst du spielen? Mami ist beschäftigt, Schatz. Ich wusste, dass du das sagst. Naja, dann habe ich eben selbst Spaß. Ich gehe auf eine Tiefseemission. Ellie, sei aber vorsichtig. Nimm das! Ich werde angegriffen. Ellie, leg die Kuscheltiere weg. Der Oktopus ist verrückt geworden. Schluss damit, sofort. Du ruinierst mir meine Nägel. Juh, sie sind okay. Oh nein, er ist hinter mir her. Mayday, Mayday, Mayday. Lass mich los. Was macht sie denn jetzt? Was für eine Vorstellungskraft. Bleib weg, ich kann Karate. Ich werde dich in Kalamari verwandeln. Wow, als wäre ich im Salon gewesen. Ich lasse sie noch trocknen. Das dauert nicht lange. Jetzt habe ich dich. Wow. Wow. Oh oh. Nein. Was? Was hast du getan? Meine schönen Nägel. Warum? Es geht abwärts. Phew, das war ganz schön knapp. Oh, was zu trinken. Ich hab Durst. Alles okay, Mama? Vielleicht kann ich was tun. Verschwinde, Krake. Warte, ich hab's. Ich weiß, was ich mache. Ich steche ein Loch in die Seite des Bechers. Da schiebe ich einen Holzspieß durch. Dann schneide ich einen Kreis aus. Ich muss den am Spieß ausrichten. Der kommt dann raus und um die Mitte wickle ich Papier. Das muss schön festsitzen, mit Klebeband fixieren. Dann kommen diese Aufkleber da drum. Ich klebe sie rundum auf. Jetzt kommt der Spieß wieder in den Becher. Und fertig. Bin ich zufrieden. Hey, Mami! Mami! Guck mal! Hä? Was ist das? Ich schaue mir das genauer an. Das ist die Lösung für dein Problem. Dieses Ding? Wirklich? Guck's dir an. Wenn ich hier drehe, drehen sich die Aufkleber. Das ist ein selbstgemachtes Nagelstudio. Das ist ja fantastisch. Na los, probier es aus. Steck einfach deinen Finger ins Loch. Jetzt drehe ich hier. Das reicht schon. Wow, wie hübsch. Mach noch die anderen. Ich wusste, dass dir das gefällt. Ich bin beeindruckt. Schau dir meine Nägel an. Die sahen noch nie so schick aus. Gefällt mir. Danke, Schatz. Oh, Mama, du bringst mich in Verlegenheit. Ich muss jetzt los. Tschüss. Okay, jetzt bin ich dran. Ich fühle mich so erwachsen. Wow, hübsch. Langsam, keine plötzlichen Bewegungen. Das machst du gut, Gina. Bald hast du es drauf. Immer schön üben. Guck, Mama, ich skate. Ich bin ein anmutiger Schwan. Ich bin stolz auf dich. Warte, pass auf. Wow, das war eine Bruchlandung. Alles okay? Ja, alles okay, Mama. Ich hatte schon Angst. Schon gut, ich weiß, was ich tue. Ups, war gewollt. Pass auf, wohin du rollst. Ich hab's. Hast du dich verletzt? Ist nur eine kleine Beule. Ich ertrag das nicht. Das ist so nervenaufreibend. Zum Glück habe ich Luftpolsterfolie. Ich spüre, wie der Stress dahin schmilzt. Warte mal, das ist die Lösung. Daran hätte ich gleich denken sollen. Mama, was machst du da? Das fühlt sich komisch an. Halte still. Das dauert nicht lange. Weißt du, das entspannt mich. Gleich fertig. Okay, das war's. Jetzt bist du sicher. Ich bin eine riesige Blase. Und ich platze. Los geht's. Wow, das ist toll. Tut mir leid, Liebes. Ich hab nichts gespürt. Autsch. Das gibt einen blauen Fleck. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Bin schon dabei, Mama. Guck dir das an. Für dich. Schön, dass du mitdenkst. Gib her. Okay, ich rolle weiter. Genau, was ich brauche. Danke, Gina. Das macht so viel Spaß. Sag Hallo zu Frau Huhn. Oh, gib her. Okay. Hier bitte. Kein Problem. Ich hab das hier. Das leuchtet. Was zum... Wow. Gib mir das. Das ist meins. Aber klar, nimm's. Das ist voll cool. Dann spiele ich damit. Pop, pop, pop. Hey,
was sehe ich denn da? Nein, die gehören mir. Nicht mehr. Warum bist du so stark? Wow, ich fühle mich voll gut. Meinetwegen, ich hab das. Falsch, du hattest das. Lass los, das gehört mir. Du machst das noch kaputt. Au. Ups, war ein Versehen. Wow! Hey, du kannst das haben. Okay, kein Problem. Nimm stattdessen das hier. Das ist weich und matschig. Was sagst du dazu? Nein! Wow! Oh Mann, hier muss doch was sein, was du willst. Ich hab's, meine Puppe. Ist doch klar. Du enttäuscht mich nie. Oh, sie ist so schön. Zuerst brauche ich eine große Schüssel. Da kommen meine Spielsachen rein. Das sind alle. Jetzt brauche ich Wasser. Ich mache sie bis zum Rand voll. Keine Panik, ich weiß, was ich tue. Noch ein bisschen mehr. Okay, das reicht. Jetzt kommt die Schüssel ins Gefrierfach. Okay, Puppe, du bist dran. Mach dein Ding. Das Wasser ist gefroren und die Schüssel kann raus. Gina, ich hab hier was für dich. Ich will das nicht. Oh doch, du willst. Warte, bis du das siehst. Tada! Was? Sieht aus wie ein riesiger Eiswürfel. Den musst du aufbrechen. Meine Puppe hat alle da drin eingesperrt. Du musst sie befreien. Oh, verstanden. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Aber beeil dich. Da drin ist es ganz schön kalt. Ich werde alle retten. Sicherheit geht vor. Zurücktreten. Das könnte unschön werden. Was nehme ich? Aha, der Hammer. Bäsch, bäsch. Das gefällt mir. Oh, die sieht gut aus. Ich befreie euch. Sieht sehr kalt aus. Und ich kann mit meinem Spielzeug spielen. Danke, Puppe. Du lässt mich nie im Stich. Ich hab das Auto. Wuhu. Wow, guck dir das an. Fantastisch. Gut gemacht, Gina. Weiter so. Was ist hier noch drin? Wow, ein Dinosaurier. Er ist in der Eiszeit gefangen. Der Bohrer wird's nicht packen. Ich brauch noch was anderes. Oh ja, was ist das? Nein, ich wollte schon immer ein Einhorn haben. Heute ist mein Glückstag. Wie läuft's da drüben? Sieht aus, als ob du Spaß hast. Hast du das gesehen, Papa? Ja, das habe ich, Sportsfreund. Oh, was ist das? Guck mal, der Luftballon. Der wird größer. Das ist ja Wahnsinn. Ich will das haben. Ich will das, Papa. Jetzt beruhig dich, Alex. Ich schau mir das mal genauer an. Interessant. Aber wie viel kostet das? Ich muss das umgehen. Ich weiß. Hey, ich weiß, dass du wach bist, alter Mann. Kauf mir das Spielzeug. Gut, ich schau mal, wie viel Geld ich hab. Oh, nix drin in meinem Portemonnaie. Tut mir leid, Kumpel. Das ist der schlimmste Tag aller Zeiten. Jetzt fühle ich mich mies. Warte mal, Alex, ich hab da eine Idee. Welche denn? Was hältst du hiervon? Das ist ein Luftballon. Oh, den habe ich mit Liebe aufgeblasen. Nein, ich will das Spielzeug. Du lässt dich nicht umstimmen, was? Zum Glück bin ich voller Ideen und Fürze. Darin bin ich ein Naturtalent. Ziemlich cool, was? Papa, ich hab gesagt, ekelhaft. Die Späten sind der Klassiker. Was hast du denn gegessen? Meine Augen brennen. Vielleicht nehmen wir einfach die Pumpe. Na, was sagst du dazu? Versuch's doch mal. Musst nicht schüchtern sein. Ich will aber das Spielzeug. Wow. Das klappt nicht. Hä, was ist das? Vielleicht hilft mir das Backpulver. Es muss ja einen Grund geben, warum es da steht. Bin gleich wieder da. Enttäusch mich nicht, Papa. Was hat er vor? Das wird dir gefallen. Oh, ich bin neugierig. Guck dir das an. Zuerst brauche ich eine leere Limo-Flasche. Und dann einen Becher mit Backpulver. Das schütte ich in die Flasche. Langsam. Ich will nichts verschütten. Das müsste reichen. Jetzt brauche ich Weißweinessig. Den gieße ich in die Flasche. Das fängt gleich an zu sprudeln. Guck dir das an. Jetzt stülpe ich den Ballon über den Flaschenhals. Ich will die Blasen vom Glas einfangen. Wow! Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Dein alter Herr ist ziemlich clever, was? Hier, du kannst das haben. Wow, ich bin so glücklich. Das ist toll. Das wird ein Spaß. Brumm, brumm. Komm schon, Chris. Iss deine Banane. Beep, beep. Du hörst mir nicht zu. Chris,
Du kommst zu spät zur Schule. Schule ist langweilig. Der Truck ist viel cooler. Mach dich fertig. Ja, ja, wie auch immer. Ich hab hier deine Sachen. Was? Das will ich nicht. Für sowas haben wir keine Zeit. Mama würde das nicht machen. Mama macht viel mehr Spaß. Zieh deine Jacke an. Was soll das? Jacken sind lahm. Aber weißt du, was nicht lahm ist? Lastwagen! Ich hab hier noch deine Bücher. Hör auf, rumzuspielen. Nie darf ich Spaß haben. Nimm deinen Rucksack. Dein Ernst? Hör auf, herumzualbern. Ich kann den nicht nehmen. Oh, doch, du kannst. Da ist ein Loch drin, siehst du? Oh, das wusste ich nicht. Der ist hinüber. Das will ich dir ja schon die ganze Zeit sagen. Und was machen wir jetzt? Ich muss nachdenken. Hm, ich weiß. Wir nehmen die Plastiktüte. Mit der wird's gehen. Steck da deine Sachen rein. Nein! Die ist perfekt. Hat genug Platz. Da passt alles rein. Ziemlich gut, stimmt's? Ich bin ein Genie. Du darfst den Lastwagen mitnehmen. Endlich mal gute Nachrichten. Okay, Arme hoch. So geht's. Ich stülpe die über deine Hände. Und zieh sie zu deinen Schultern runter. Nicht übel. Gar nicht mal so übel. Und jetzt ab zur Schule. Danke, Papa. Bis später. Den darf ich nicht vergessen. Boom. Wach auf. Wach auf, mein kleiner Engel. Oh, hi, Mama. Ist schon morgen? Du musst jetzt aufstehen. Na los. Mama, bist du hier drin? Es wird Zeit, dir die Zähne zu putzen. Oh, ich hasse das. Niemand mag morgendlichen Mundgeruch. Ich will aber nicht. So nicht, junger Mann. Du putzt dir jetzt die Zähne. Nein, mach ich nicht. Komm schon, nimm die Zahnbürste. Uch, na gut. Aber ich bin nicht glücklich damit. Das ist voll mies. Ich möchte sie funkeln sehen. Alex? Ich höre kein Putzen. Oh, ich fange jetzt an. Ich behalte dich im Auge. Ja, ja, von wegen. Puh, sie ist weg. Ich werde es auf keinen Fall machen. Hm, warum braucht Alex denn so lange? Ich gehe mal lieber nach ihm schauen. Alex, alles okay bei dir? Was? Was ist hier passiert? Das Bad ist der reinste Saustall. Überall ist Zahnpasta verschmiert. Ich kann das nicht glauben. Was hast du getan? Oh oh. Gib das her. Ich bin so sauer. Warte, das bringt mich auf eine Idee. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Mit dem Pop-It bringe ich Alex dazu, sich die Zähne zu putzen. Zuerst brauche ich Zahnpasta. Ich gebe Zahnpasta in jedes Grübchen. Ich brauche nicht viel. Das sollte schon reichen. Jetzt streue ich Backpulver drüber. Das Backpulver härtet die Zahnpasta aus. Okay, Alex, nimm die. Wo ist die Zahnpasta? Halt dich fest. Ich habe etwas Besonderes für dich. Schau dir das mal an. Willst du es versuchen? Wow, sieht aus wie Bonbons. Das sieht lecker aus. Minze. Das ist toll. Meine Zähne werden jetzt schön sauber. Das ist so ungerecht. Wow. Beruhige dich, Schatz. Wie wär's damit? Das kannst du kneten. Ich will das nicht. Dann weiß ich auch nicht weiter. Oh, guck mal. Eine Puppe. Die ist hübsch. Willst du mich ärgern? Weg mit der. Nichts funktioniert. Bitte hör auf zu weinen. Ich hasse das. Wie wär's mit dem Teddy? Also, der ist süß. Magst du ihn? Ob ich ihn mag? Ich hasse ihn. Was mache ich denn jetzt? Irgendwas muss sie doch mögen. Das wird nicht reichen. Denk nach, denk nach. Was ist das? Ich bin nicht gut unter Druck. Warte, könnte es das sein? Ja, genau was ich brauche. Das ist perfekt. Hey, so gut kenne ich dich noch nicht. War nur Spaß, du wirst Britney gefallen. Bereiten wir dich mal vor. Ich werde dich mit Saft auffüllen. Dafür nehme ich diesen Krug. Ich will nicht plempern. Mit dem geht's auch einfacher. Jetzt muss der Pfropfen wieder rein. Ich hoffe, der hält. Britney, guck mal, was ich hier habe. Hä? Was ist das?
Der hat mich angepinkelt. Das war vielleicht ein Fehler. Hast du das gesehen? Das ist so cool. Danke, Mama. Das ist das beste Spielzeug aller Zeiten. Puh, da bin ich aber erleichtert, Britney. Nein, hör auf, bitte. Ich flehe dich an. Was? Das ist Saft? Lass es laufen, Kleiner. Was machst du da? Hör auf. Alles in Ordnung, Kleine. Ich will die Haare meiner Puppe kämmen, aber die sind so zerzaust. Das ist ein Problem des Lebens. Warte mal, ich weiß. Papa hat so schöne Haare und ich mache sie noch schöner. Hey, lass meine Mähne in Ruhe. Och, ich wollte doch nur helfen. Es war nicht leicht, meine Haare so hinzubekommen. Dann mache ich dir eine Spange rein. Was ist da hinten los? Gina, hör auf damit. Papa ist nicht lustig. Dann bleibst nur du übrig, Püppi. Papa ist gemein. Das ganze Lesen macht mich müde. Vielleicht muss ich nur ein bisschen warten. Ich werde kurz meine Augen ausruhen und von luxuriösen Haarprodukten träumen. Das ist meine Chance, aber ich muss leise sein. Bitte wach nicht auf. Puh, das war knapp. Oh, komm schon. Wow, er schläft aber tief. Da kann ich mir Zeit lassen. Hey, klingt wie ein Ohrwurm. Oh oh. Gib mir das Haarspray. Er träumt komische Sachen. Okay, ich fange jetzt an. Er wird wunderhübsch aussehen. Was? Was ist passiert? Ich hatte einen Albtraum. Irgendjemand hat an meinen Haaren rumgefummelt. Hä? Daran kann ich mich nicht erinnern. Was ist hier los? Nein, meine Haare! Gina, warst du das? Nein, sie ist die Unschuld in Person. Warte, auf was sitze ich denn? Hä? Wolle? Autsch! Und da sind die Nadeln. Die hinterlassen blaue Flecke. Ups. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Genau das brauche ich. Das wird Gina eine Weile beschäftigen. Ich lege die Zeichnung auf den Tisch und bedecke sie mit Klebeband, genau so. Jetzt schneide ich das Gesicht aus. Ich habe Löcher in den Haarbereich gemacht. Mit einer Nadel ziehe ich die Wolle durch die Löcher, bis der Kopf volles Haar hat. Wow, das sieht toll aus. Gina, guck mal, was ich habe. Damit kannst du spielen. Mach's gut, Püppi. Das ist viel cooler. Guck, ich kämme die Haare. Das sieht schön aus. Jetzt mache ich noch Spangen rein. Mit denen sieht's besser aus. Das sieht so hübsch aus. Fast so gut wie meine Haare, was? Ich mach dir auch eine neue Frisur. Nee, die aktuelle gefällt mir ganz gut. Jetzt zurück zu meinem Nickerchen. Yum, 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 Schokolade, Schokolade. Schmierige Angelegenheit. Ich sollte besser die Hände waschen. Das Wasser ist schön warm. Wo ist die Seife? Da ist sie. Oh, wie schleimig. Seife ist ekelhaft. Die will ich nicht. Nein, jetzt sind meine Hände total schleimig und eklig. Mama! Was denn? Was ist denn los? Geht's dir gut? Warte, ich komme zu dir und... Mama! Wo bleibt sie denn? Schatz, Seife gehört nicht auf den Boden. Das ist gefährlich. Also was ist los? Meine Hände sind schleimig und eklig. Ich mag das nicht. Oh, okay, also hier. Ich habe eine Lösung. Du kannst das hier benutzen. Schau, drück einfach deine Hand darauf. Tada, eine hübsche Seifenblume. Wow, Seifenblumen. Ich mag Blumen. Ich will auch eine Seifenblume. Ich muss nur so oben drauf drücken. Wow, jetzt habe ich sie auch noch auf meinem Kopf. Yay, Blumen auf meiner Wange. Ich liebe Seifenblumen. Schau nur, ich bin eine Prinzessin. Eine Seifenprinzessin. Ich bin so hübsch. Ja, du bist eine wahre Seifenprinzessin und sehr hübsch dazu. Juhu, Snackzeit. Her mit dem Essen. Uff. Oh Mann, das war eine schlechte Idee. Oh. Mami! Schatz, wo bist du? Hier unten. Ich bin hingefallen. Ich wollte essen, aber der Schrank hat mich umgeworfen. Oh je. Warte, ich weiß. Zuerst schneide ich das Baumwollpad durch. Dann kommt Lebensmittelfarbe drauf. Sieht aus wie ein Regenbogen. So schön. In die Schale gieße ich Milch. Da kommt das farbige Pad rein.
Schau mal. Ist das nicht schön? Etwas umrühren und die Farben tanzen. Die haben Spaß da drin. Guck, mach deine Augen auf. Cool. Ich will sie tanzen lassen. Das mache ich gut, stimmt's? Hast du Spaß, mein Schatz? Ja, Papi. Jetzt kommt Blau. Oh nein. Naja, auf zum nächsten. Ha, sieht gut aus. Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nicht okay. Oh, war das? Egal. Ich verlasse mich auf euch. Na los. Nein! Was ist denn hier los? Meine Wachsstifte mögen meine Kunst nicht. Guck mal. Ui. Oh. Ah. Ich kümmere mich drum. Yep. Ha? Nicht während ich im Spa bin. Ignorieren. Mami geht nicht ran. Es liegt an mir. Willst du Mr. Hotdog kuscheln? Ich habe den Wachstift-Blues. Veranstalten wir eine Modenschau. Okay, Papi braucht eine Pause. Warte mal. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ich brauche das. Und auch die Reibe. Lassen wir es regnen. Es geht los. Sieht aus wie Streusel. Wow, ist das nicht hübsch? So. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt wird's heiß. Der Wachs der Stifte schmilzt. Siehst du? Es bleibt jetzt da. Keine Tränen mehr. Dafür aber ein buntes T-Shirt. Wow, das gefällt mir. Guck dir all die Farben an. Sieht aus wie Konfetti. Und wir feiern mich. Alle sind zur Party eingeladen. Danke, Papi. Okay, jetzt nicht bewegen, okay? Ich brauche den richtigen Winkel. Bleib genau so, hörst du? Oh, zu viel. Muss das verteilen. So, sieht das gut aus? Och, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Hey, was ist hier los? Sieht aus wie ein besessener Maler. Ich glaube, das ist besser geworden. Oder doch nicht? Oh, ich gebe auf. Ich kann sowas nicht. Alex, jeder Künstler muss erstmal üben. Aber ich bin echt frustriert. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Kleb das Blatt an. Dann trägst du Farbe auf. Nimm den Spachtel zum Verteilen. Das machst du auch mit anderen Farben. Du kannst die unterschiedlich hoch machen, siehst du? Dieses Korrekturband ist auch nützlich. Sie sehen aus wie Kätzchen, stimmt's? Oh, mit Umrandungen wird alles deutlicher. Du kannst dich an den Details austoben. Sehen die niedlich aus? Jetzt kann das Klebeband ab. Tada! Was sagst du dazu? Wow, wie hast du das gemacht? Die sehen aus wie mein Kätzchen. Jetzt bin ich dran. Wie habe ich's gemacht? Du bist die Beste. Ich verbrenne. Aber mir ist so kalt. Ich will nicht krank sein. Mein armer Schatz, du bist wirklich krank. Deine Temperatur ist zu hoch. Du brauchst Medizin. Komm schon, Essie. Ist das Eiscreme? Nein, ich will das. Huh? Eiscreme? Du kannst das nicht essen, wenn du krank bist. Bitte, Papi. Nicht die Welpenaugen. Ich liebe dich. Nein, ich muss hart bleiben. Ich kann nicht. Du bist mein Held, Papi. Dachte ich jedenfalls. Jetzt fühle ich mich schlecht. Aber hey, ich habe eine Idee. Gib das her. Entschuldigung, ich leih mir das mal kurz aus. Vielen Dank. Jetzt wird gebastelt. Ich kann Essie zwar kein Eis geben, zumindest nicht so eins, wie sie will. Aber mit dem sollte ich wieder ihr Held werden. Erkennst du es schon? Jetzt ausschneiden.
Und es wird Zeit für Farben. Ich brauche nur ein paar Tropfen. Die Farben sind frei wählbar. Essie liebt die Farben des Regenbogens. Daher wird es bunt. Da kommt jetzt Kleber drauf. Wichtig ist, jede Kugel zu erwischen. Jetzt zu den Streuseln. Naja, die werden so aussehen. Der Kleber hält sie alle fest. Einmal kräftig schütteln und es kann losgehen. Hast du noch Lust auf ein Eis? Du lügst. Okay, ich lasse es einfach hier. Gib mir das. Yay, danke, Papi. Medizin? Also, na gut. Hier kommt der gesunde Zug. Endlich, der letzte Teller. Niemand schaut her. Ich krieg Essie nicht aus meinem Kopf. Meine wahre Liebe. Hi, du siehst heute hübsch aus, Essie. Wirklich? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Das ist für dich. Wirklich? Wie lieb von dir. Das ist Lea. Warum? Wie peinlich. Ich brauche ein gutes Geschenk. Was würde Essie gefallen? Geld. Ich hab's. Mami, ich brauche etwas Geld für Essie. Bitte, bitte. Geld. Geld? Oh, okay. Hier. Münzen. Das ist Geld. Mehr habe ich nicht. Mist. Ich wollte Scheine. Und jetzt? Sorry, aber was ist mit dem? Voll lahm. Okay. Ich weiß. Warte. Das bringt Essies Herz zum Schmelzen. Wichtig ist, genügend Seife zu nehmen. Dann mit einem Pinsel vermischen. Und schon hast du farbige Seife. Dann kommt die herzförmige Ausstechform. Die muss ein wenig Schau machen, siehst du? Damit kannst du jetzt stempeln. Du kannst ganz viele machen. Essie wird sich nie in mich verlieben. Aber vielleicht, wenn du ihr das gibst. Wow. Danke, Mama. Hey. Hi, Essie. Wie geht's dir, Alex? Das habe ich für dich gemacht. Wirklich? Das ist so süß. Sind das Pralinen? Ich liebe sie. Das ist doch nichts. Puh, endlich zu Hause. Oh, Mama ist wieder da. Und ich habe nichts aufgeräumt. Was habe ich denn gestern gegessen? Ihr müsst verschwinden. Hier liegt so viel Junkfood rum. Muss mich beeilen. Hey, Hundi. Du musst langsam mal aufs Töpfchen gehen. Mama darf keinen Saustall vorfinden. Und fertig. Hi, Mama. Schön, dass du wieder da bist. Ich helfe dir mit der Tüte. Puh, das war knapp. Es wird Zeit zum Essen, Süße. Setz dich. Ich bin gleich wieder bei dir. Klar doch, Mama. Was für ein leckeres Essen. Es enthält alles, was ein heranwachsendes Mädchen braucht. Was ist das? Ich will das nicht. Was? Du wirst das essen, Stacy. Nee, ich will das nicht. Na gut, gib es mir. Was mache ich denn jetzt? Dann muss ich etwas anderes für Stacy zum Essen finden. Oh, ich weiß. Stacy liebt Ramen. Hier, für dich. Du willst, dass ich das esse? Die sind doch lecker. Das bezweifle ich. Okay, da ist heute aber jemand mäkelig. Glaubt sie, das hier ist ein Restaurant? Was haben wir noch? Cornflakes, die gehen immer. Und sie ist weg. Das ist voll cool. So leicht kommst du mir nicht davon. Nicht mit mir. Stacy, du musst etwas essen. Nicht du schon wieder. Benimm dich mal. Spielzeug, natürlich. Das hätte böse enden können. Ich habe dir eine Schüssel mit Flakes gemacht. Langsam wirst du aufdringlich, Mama. Nimm schon, du weißt, du willst es. Ich glaube, ich passe. Och, ich habe alles versucht. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Endlich. Wo war ich? Dann werde ich wohl diese Flakes essen.
Stacy verpasst was. Warte mal, der Spielzeugzug. Die Lösung lag direkt vor mir. Eine gute Idee und ich weiß genau, was zu tun ist. Stacy darf mich nicht sehen. Zum Glück ist sie mit diesem dummen Spiel beschäftigt. Das ist meine Chance. Die nehme ich und auch die Schienen. Dann fange ich mal an. Ich lege die Schienen auf den Tisch und verbinde sie. Ich stecke sie zu einem großen Kreis zusammen. So ist es gut. Jetzt kommt der Zug drauf. Das sieht gut aus. Oh, Stacy, ich muss dir etwas zeigen. Aber Mama, ich bin beschäftigt. Was ist das? Schau dir das mal an. Mach schon. Was denn? Wow, machst du Spaß mit mir? Das ist total cool. Und das macht mir Appetit. Unglaublich, dass du das gemacht hast. Das ist die coolste Idee aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wäre cool, wenn ich immer so essen könnte. Guck mal, wie der Zug fährt. Oh, der Apfel sieht gut aus. Ich brauche was zum Dippen. Das mag ich. Nächster Halt, Stacys Magen. Das ist so lecker. Meine Kleine, der Zug fährt wieder ein. Ich liebe es. Komm schon, Fluffy, wird Zeit für die Gassi-Runde. Oh, ihr seid so süß. Er ist mein bester Freund. Dein Hund ist überall mit dabei. Dann lass uns gehen. Langsamer, Fluffy, du läufst zu schnell. Ich sitze direkt hier. Sie hat so viel Spaß. Ich konnte kaum mithalten. Du bist der süßeste Hund aller Zeiten. Hä? Willst du noch eine Runde drehen? Oh! Ich komme. Beide werden heute schnell einschlafen. Okay, machen wir eine Pause. Ich bin ganz schön außer Puste. Was ist das für ein Geruch? Fluffy, das hast du nicht. Igitt, hast du doch. Wie kann so etwas Kleines so was Großes hinterlassen? Wir tun so, als wäre das nicht passiert. Jetzt lass uns kuscheln. Hast du Spaß, Süße? Natürlich. Oh, Stacy. Bitte sag mir, dass das der Hund war. What? Geh und mach das weg. Was? Nein. Ich meine es ernst. Los, keine Widerrede. Lass uns drum spielen. Du willst es also auf diese Tour, was? Okay, ich spiel mit. Ah, das war unfair. Worauf wartest du noch? Das ist das Schlimmste an einem Hund. Seine Kacke aufsammeln. Wie mache ich das am besten? Ih, zu nah dran. Das stinkt. Okay, los geht's. Ich steck meine Hand in die Tüte. Und dann greife ich nach der Kacke. Noch ein bisschen näher. Nee, ich kann's nicht. Das ist zu eklig. Oh, guck dir die mal an. Sie sieht so schick aus. Und diese Haarspange. Genauso eine brauche ich. Sie ist mit Telefonieren beschäftigt und wird nichts merken. Joink. Mit der wird's gehen. Oh oh, bleib cool, Fluffy. Igitt, sowas muss ich mir nicht ansehen. Ich verschwinde lieber. Sie hat nichts bemerkt. Dann fange ich mal an. Die Haarspange kommt vorne in die Tüte. Und dann hebe ich die Kacke auf. Das heißt, ich muss die nicht berühren. Jetzt ziehe ich die Tüte einfach drüber. Ist aber trotzdem eklig. Hier, Mama. Danke. Genau, was ich schon immer wollte. Ich stecke die in meine Tasche. Später werfen wir die in den Müll. Mami, guck mal. Oh, sehr schön. Ich brauche eine neue Haarspange. Warum rieche ich immer noch Kacke? Naja, egal. Fütter mich, fütter mich. Sei schön brav, Schatz. Oh, das sieht gut aus. Ein leckeres Sandwich. Das lasse ich mir schmecken. Da sind alle meine Lieblingszutaten drauf. Das ist so lecker. Ich will mehr. Oh ja. Das fällt auseinander. Jetzt ist alles schmutzig. Ist alles okay bei dir? Jasmine, was machst du da? Wisch dir nicht die Hände am Oberteil ab. Lass mich das machen. Danke, Mama. Du isst aber auch sehr unordentlich. Ich mach dir die Serviette um. Ich will noch mehr essen. Kommt sofort. Wie ist das denn passiert? Ich muss das sauber machen. Nee, da ist doch nichts dabei. Schau mal, was ich hier habe. Komm und hol es dir. Guten Appetit. Pizza. Und ein Glas Saft. Kann's noch besser werden? Ups, ich hab geplappert. Ich
Ich muss besser zielen. Naja. Mh, die ist lecker. Ich weiß noch, wie dein Vater mich zum Pizzaessen ausgeführt hat. Er hatte überall Soße. Hey, was ist das da? Wow, Schokoaufstrich, den will ich haben. Ich liebe Schokolade und der gehört jetzt mir, mir ganz allein. Der riecht fantastisch. Ich dachte, wir könnten später in den Park gehen. Ja klar, jetzt kommt der lustige Teil. Ich verteile den. Man kann nie genug Schokoaufstrich haben. Das ist ein Kunstwerk. Fast schon zu schade zum Essen, aber nur fast. Ich bin gerade so glücklich. Stacy, was hast du getan? Schau dir den Tisch an. Warum machst du das? Ich meine, mein schöner, sauberer Tisch. Na, ich mag mein Essen. Ich weiß, dass du das tust, Schatz. Ich brauche diese Serviette. Hoffentlich geht das wieder ab. Das klappt nicht. Flecken, überall Flecken. Das ist mein schlimmster Albtraum. Es ist sinnlos. Es sind so viele Flecken. Warte mal. Warum guckst du mich so an? Ich habe den Tisch mit Alufolie abgedeckt. Boah, das ist voll cool. Ich weiß, ich habe immer gute Ideen. Komm, ihr kriegt den Mund voll. Oh, ein Sandwich, das ich will. Warum isst du nur wie ein Schweinchen? Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das ganze Essen macht durstig. Bist du fertig? Ich krieg nichts mehr runter. Dann räume ich jetzt auf. Ich muss nur die Alufolie umklappen. Einfach so. Ich muss nichts putzen. Und es bleiben keine Flecken. Das wandert direkt in den Mülleimer. Ziemlich clever, was? Gut gemacht, Mama. Glaubst du, dass diese Hacks an einem regnerischen Tag nützlich sein könnten? Teile dieses Video mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal für weitere fantastische Hacks.